Wir sind auf einer kleinen Tour Richtung Mischpark am Fuße des Lusbergs. Vom Mischpark geht es dann weiter Richtung Biberbiotop. In der Aachener Sörs und dann weiter Richtung Tuchfabrik und dann fahren wir Richtung Blauer Stein. Hinten zu sehen ist schon das Kloster St. Raphael. So, hier am Kloster St. Raphael fahren wir rechts rein. Fahren so ein bisschen über das Klostergelände und da hinten ist also auch ein Bereich mit so kugelförmigen Gewächshäusern. Guck, da sind die Dinger. Ja, da kommst du aber nicht rein. Also hier vorne ist so ein Weg, aber da ist ein Zaun dann, der endet da, hatte ich gestern schon gesehen. Aber die sehen witzig aus, ne? So, das erinnert mich an, wie heißt das nochmal, Odyssee 2001 oder sowas mit diesen Kuppeln oder war das, ja, auf jeden Fall so ein bisschen weltraummäßig, ne? Haben sie nett angelegt, ne? Guck mal, da so ein kleiner Stein, Springbrunnen oder was das sein soll da. Dieser Hund wäre wahrscheinlich ja. Das ist richtig. Aber dreckig. Sehr dreckig. Das Wasser ist dreckig, ja. Okay. Das ist viel, viel Modder auf dem Grund, ne? Ja. Mhm. Aber ist doch nett hier. Ja? Nette Ecke, ne? Ja. Ist alles so, ich sag mal so. Bitte? Wohnen hier noch Leute in der Nähe? Ja, hier vorne hier ist ja St. Raphael. Das ist ja nicht nur ein Kloster, sondern das ist ja auch ein Altenheim. Und da sind auch noch so Wohnungen dann da dran, ne? Genau. Ja, und das geht ja hier noch rum. Wir fahren jetzt hier rechts hoch, dann da kommt noch mal ein anderer Teich wohl irgendwie. Da bin ich gestern nicht gefahren. Nur hier. Und dann bin ich da den Weg hoch, da oben. Und da geht es dann zu diesen Lusbergterrassen, also wo diese Hängematten sind. Ja, genau. Nee, das geht auch ordentlich steil da bergan. Das müssen wir jetzt heute nicht haben. Okay, fahren wir weiter dort. Gucken wir mal, was hier Rhododendron steht.
Hier links ist das Außengelände vom Springreitturnier vom Aachener CHIO. Hast du denn schon Biber entdeckt? Das haben sie aber richtig nett gemacht hier, ne? Ja. Richtig, das ist, genau, das ist, wenn die dieses Kutschenreiten haben da, ne? Das ist ja dieses Outdoor-Gelände hier. I know it's breaking through, I know it's breaking through. So come close, don't let go. Come closer, baby, you'll never know why I love you so. My heart is catching fire, I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire. The fire is burning inside me. Wir kommen wieder in die Zivilisation. Das ist die alte Aachener Tuchfabrik. Da sind also Künstler drin oder sowas, ne? So Künstlerwerkstätten. Tuchwerk Aachen, Kultur- und Wissensstandort. Ja, dann merkt das, dass es geregnet hatte die letzten Tage hier, ne? Ist teilweise noch schwerer Boden, ne? Von der Sightseeing-Tour zur Einkaufstour. Meine Frau will noch in den DM rein und noch ein paar Kosmetikartikel kaufen. Die Kastanienbäume stehen voll in der Blüte. Was von hier wie einer aussieht, sind aber tatsächlich drei Bäume.
Wir sind wieder zu Hause angekommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.